Oh, hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Wie geht's, wie steht's? Ich habe dieses Zimmer hier hinten Oster-Event-mäßig eingerichtet, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, das wird sich garantiert noch verändern hier. Ich werde es nicht so lassen, ich werde das kein Osterzimmer lassen sein tun. Aber hier habe ich erstmal alles aufgehangen und hingestellt, was es so beim Oster-Event gab. Ich glaube, mir fehlt noch genau eine Sache, die ich herstellen kann. Und dann habe ich alles. Beziehungsweise vielleicht kriege ich dann neue Sachen, weil der Osterhase, der meinte, er gibt mir irgendwas Tolles Neues. Aber so sieht das jetzt hier erstmal aus. Guck, jetzt kann man sich hier auch richtig cool hinsetzen und sich, keine Ahnung, wie ein Osterhase schminken. So, ja, viel besser. Jetzt sieht man mich gar nicht mehr in diesem Zimmer, wenn ich hier so stehen bleibe. Ja, aber das ist auf jeden Fall das neue Zimmer. Richtig hübsch, oder? Ich finde es sehr, sehr hübsch. So, und ich war eben noch beim Jay und da gab es einen richtig coolen Boden, nämlich den Tatami-Boden. Und der sieht eigentlich wirklich cool aus. Ich zeige ihn euch einmal. Ist halt so ein japanischer Boden. Passt aber leider immer noch nicht zu meiner Tapete. Ich habe noch keine gute japanische Tapete gefunden, die ich hier hinpacken könnte. Deswegen bleibe ich noch beim Blauteppichboden. Ich habe ja auch noch einen Tatami-Belag. Ist quasi dasselbe, nur anderes Formmuster. Aber nur, damit ihr das schon mal gesehen habt. Jetzt haben wir nur noch eine Tapete. Ach, und ich habe noch eine Lavalampe beim Jay gekauft, aber sagt ihm das nicht. Er wusste nicht, was ich da gekauft habe. Jetzt weiß er es, aber egal. Die werde ich auch noch irgendwo hinstellen. Vielleicht ja hier. Weil die ist richtig hübsch. Guck, eine riesige Lavalampe. Ich liebe Lavalampen. Das könnte ich mir stundenlang angucken, wie diese komischen Wachskreise da drin umherfließen. Das ist voll beruhigend irgendwie. Nun gut, was steht denn heute so an? Erstmal natürlich die Post. Ein neuer Bewohner ist auf ein von dir ausgewähltes Grundstück gezogen. Zum Dank haben wir dir 1000 Nogmeilen gut geschrieben. Das ist ja nice. Und der Jay hat mir auch noch irgendwas geschickt. Eine Schiebetür-Tapete. Ach, die hat er mir heute auch gegeben, oder was? Na, dann vergesst, was ich eben gesagt habe. Dann können wir tatsächlich mal hier alles neu machen. Ja, geil. Dann können wir das ja doch so machen. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob es besser ist als vorher, aber jetzt sieht es auf jeden Fall japanisch aus. Jetzt muss ich das hier nur noch japanisch einrichten, wenn das irgendwie geht. Vielleicht als erstes dieses komische Ding mehr in die Mitte packen. So, ist das besser? Ich bin mir nicht so sicher. Und dann kommt dieses riesige Gebäude einfach da hinten in die Ecke eventuell. Die Pagode doch. Die habe ich, glaube ich, vom Gulliver bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall sehr cool. Ich mag das Ding. Ja, muss ich mich nochmal irgendwie drum kümmern, dass ich hier das irgendwie besser einrichte. Aber wieso war denn jetzt noch was im Briefkasten? Was habe ich denn vergessen? Ah, lol, hier ist noch ganz viel Nook Shopping. Einfach mal die ganzen Nook Shoppings vergessen. Haben wir dann da so ein paar Poster. Poster von Charlie, Poster von KK. Eine Gartenlaterne. Und die Insel der Tiere ist noch ein Song. Okay, die Poster müssen wir da doch nochmal aufhängen. Und nochmal ins Gebäude rein. Yay, hin und her laufen. Das kenne ich am besten in diesem Spiel. Dann ist das jetzt unser KK Slider-Altar hier. Finde ich auch nicht schlecht. So, Räucherkerzen anmachen für KK. Und ein bisschen mehr. Ups. Und ein bisschen mehr Stimmung. Ah ja, wunderschön. Hier fehlt noch irgendwas. Ein bisschen Licht wäre gut. Brauche ich noch eine Gartenlaterne. Die kommt dann auf die andere Seite. Und dann wird KK so richtig cool angestrahlt vielleicht. Weil das ist zu hell. Und das auch. Wir brauchen mehr Beleuchtung in diesem Zimmer. Wenn er das Zimmer dann irgendwann sieht, dann muss er einfach in unsere Stadt kommen. Ganz klar. Und ich bin natürlich auch großer Fan von Charlie, deswegen kommt sein Poster hier auch noch an die Wand. Geil. So, das wird Charlie freuen, wenn er irgendwann mal in unser Haus kommt. So, hat sich noch irgendwas verändert? Ich glaube am Garten selber nichts, aber ich habe hier ganz viele X in meinem Garten. Die sind natürlich hässlich, die müssen erstmal weg. Bestimmt nur... Ah ja, nee, oh lol. Bambussprossen. Die kann ich gebrauchen, dann ist das da hinten bestimmt auch eine Bambussprosse. Ja, cool. Meine Bambusbäume lassen hier also Bambussprossen fallen. Stimmt, man kann diese Bambusbäume nämlich auch einfach mit einer Axt anschlagen und dann kommt da... Genau. Kommt da einfach Bambus raus. Mega gut. Achso, und ich probiere gerade noch irgendwie Blümchen zu kreuzen. Deswegen, ich brauche eine Orange, ne? Deswegen habe ich jetzt mal so eine gelbe und eine rote Chrysantheme nebeneinander gelegt. Weil daraus ja wohl eine orangene Chrysantheme entstehen soll, oder nicht? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das dauert und sowas. Hier gießen die einfach mal. Hier drüben habe ich das auch nochmal gemacht mit weißen. Ich glaube, bei weißen soll eine blaue am Ende rauskommen, wenn man die nebeneinander legt. Und hier hinten habe ich tatsächlich einen eigenen Garten dafür angelegt. Irgendwie, ja. Ich hoffe, dass da Sachen entstehen. Eigentlich müsste hier noch eine orangene hin und dann... Wäre dieser ganze Garten irgendwie nach einiger Zeit voll mit Blumen in allen möglichen Farben. Aber dafür fehlt mir erstmal noch die Orangene leider. Aber die muss ich erstmal züchten.
Aber ja, erstmal habe ich hier dann noch einen schönen Garten, der dann hoffentlich irgendwann eigene Blumen hervorhebt. Okay, anscheinend hatte ich auch irgendeine Aufgabe, dass ich ein paar Blümchen gießen soll. Jedenfalls habe ich hier, ups, Nogmeilen verdient. Naja, tatsächlich, sogar ein mal zwei. Ich sollte 8 Blumen gießen. Cool. Was können wir denn sonst noch so machen? Insekten fangen, mit Nachbarn sprechen, Nogmeilen einlösen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und Obst verkaufen, kriegen wir auch hin. Ich glaube, das machen wir dann auch als erstes. Erstmal Nogs Laden angucken, was es da so gibt. Und Obst verkaufen und sonst noch so. Guckt euch das an, ich habe 8 Kirschen dabei. Oh, Kirschen, ja, ja, dafür können wir dir 800 Sterne geben. Ist gebongt, danke. So ein schönes Sofa ist natürlich auch ganz schnieke, ne? Ist auf jeden Fall ein hübsches Sofa. Aber passt es in mein Haus, ist die andere Frage. Und vor allem, wie teuer ist es? 4300 Sternis, ey. Super teuer, aber ich nehme es einfach mal mit. So eine Schubkarre brauche ich jetzt aber nicht. Der Toaster ist vielleicht noch ganz interessant. Einfach, weil da ein Fisch drauf ist. Aber nee, wir schauen uns erstmal nur die Tapeten an. Leider auch wieder nichts Gutes dabei. Richtig sad. Gummifliesenboden, wow. Also da gab es bei Jay heute bessere Sachen, muss ich sagen. Ich bin enttäuscht von meinen hauseigenen Nepp und Schlepps. Na, hoffentlich hat die Modeschneiderei Besseres anzubieten. Ein Raumschiffanzug. Es gibt einen Kabuki-Hut. Was ist das denn? Okay, keine Ahnung, aber guckt euch das mal an. Es gibt einfach Power Ranger-Helme. Die sind ja wohl richtig cool. Ja, ich muss natürlich diesen roten mitnehmen, einfach weil der aussieht wie von Ned Stark. Ja, und den Raumschiffanzug vielleicht auch, einfach weil er teuer ist. Und teure Sachen sind bestimmt immer gut. Und dazu noch so stylisch rote Schuhe. 9000 Sternis wieder für ein neues Outfit. Ich muss aufhören, jeden Tag mir neue Outfits zu kaufen. Das ist echt nicht gut. So, ich bin ein Power Ranger, Iron Man, Raumschiff-Chippy. Cool, oder? Super. Und Sina, magst du mich inzwischen? Guck mal, ich habe schon wieder für 10.000 was eingekauft. Es freut mich ja sehr, dass du ein so treuer Kunde bist, aber ich habe noch eine Unmenge Arbeit zu erledigen. Vielen Dank für dein Verständnis. Sina, bitte. Ich bin jetzt schon so oft hier vorbeigekommen. Wie schon gesagt, es ist nett von dir vorbeizuschauen, aber ich habe Unmenge an Arbeit zu erledigen. Ja, nimm dir doch mal Pause. Nur 5 Minuten. Hey, Tina, hier ist ein Kunde, der deine Hilfe braucht. Irgendwann, Sina, irgendwann kriege ich dich doch dazu, mit mir was zu machen. So, hat sich noch irgendwas verändert? Ich habe hier den Zaun ausgetauscht beim Spielplatz, weil, keine Ahnung, ich fand diesen Eierzaun irgendwie ansprechender für Kinder, weil das halt alles so komisch bunt ist. Und dann hatte ich noch einen Zaun übrig, deswegen kam hier oben noch ein einzelnes Ei hin. Ja, müsst ihr mal sagen, ob ihr das besser findet. Aber ich fand zumindest besser. Und ich habe hier links noch einen Verkaufsstand aufgebaut und richtig cool mit Wellenmuster angemalt. Und jetzt kann man hier Fische verkaufen. Das soll auch wieder so Japan-Style sein. Ich bräuchte noch mehr von solchen Verkaufsständen. Und dann, ich weiß halt nicht, wie gut ihr in Japan bewandert seid, aber da gibt es halt auch immer so Feste. Und da gibt es dann überall solche Verkaufsstände. So ein bisschen Jahrmarktmäßig. Und so möchte ich das hier quasi auch machen. Dass das dann hier so eine Verkaufsstraße wird mit ganz vielen dieser Verkaufsständen. Aber das kostet so viel Holz, dass das erstmal noch dauert. Ich hätte halt richtig gerne mal dieses Terraforming, dass ich zumindest mal Straße und sowas machen könnte. Oh, hallo Charlie. Ja, ciao, mein Lieber. Ich ciao, hi. Klarer Himmel. Klarer Himmel, frische Luft. Hoho, lebe den Traum, Dizzy. Leb deinen Traum, denn der wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, was du erkennst, wenn die Zicke kommen, ist ja. Was? Fragst du dich, wem dieses stylisch moderne, aber klassisch angehauchte Haus gehört? Tja, das ist meine Bude. Da kann man schon mal genauer hinsehen, das verstehe ich gut. Darf ich dich denn zu Hause mal besuchen? Ich hab sein Haus nämlich von drin noch nie gesehen, wie er sich eingerichtet hatte. Okay, will, dass ich irgendwie Insekten befrage? Kannst du mir irgendeins mit Affinität zu Stümpfen besorgen? Ah ja, ja klar. Das kriegen wir hin, Charlie. Ich, als Iron Man, krieg das hin. Habe ich denn überhaupt irgendwo Baumstümpfe? Oh, er singt. Aber was singt er? Von wo singt er das? Ja, du machst das sehr gut. Warte, ich helfe dir. Nein, mach weiter! Oh nein, ich habe alles kaputt gemacht. Es tut mir leid, Lutz. Es tut mir so leid. Oh Mann, da war er so süß am Rumsingen und ich wollte mit einstimmen. Und habe alles kaputt gemacht. Hier, ich schenke dir was als Wiedergutmachung. Ein
Eine Kutscherpalme. Cool, oder? Unglaublich, das ist ja echt eine Kutscherpalme. Damit bringe ich meine Bude auf Hochglanz. Ja, 787 Sterne, die ist als Dank von mir. Danke, Lutz, aber das war ein Geschenk und jetzt ist es ein Handel geworden. Willst du nicht doch nochmal singen? Och man, der hat so schön gesungen gehabt. Achso, ich habe hier auch noch, genau, kennt ihr auch alles noch gar nicht. Ich habe mein Rathaus zu einer japanischen Festung gemacht, deswegen sind jetzt mal diese japanischen Mauern. Und hier ist auch ein Verkaufsautomat und so. Als ob er sich was holt. Lutz, du bist ja der Allerbeste. Der nutzt hier die Sachen. Okay, Lutz, wenn du das schon magst, dann pass mal auf, was jetzt kommt. Ah, hier singt er zu. Ja, ist ja richtig witzig. Ach, das gefällt mir. Naja, hier, wenn du den Getränkeautomat schon mochtest. Hier, ein geiler Verkaufsautomat haben wir jetzt neu in der Stadt. Aber hier sieht er doof aus. Ach, schwierig. Okay, sorry, traditioneller Stein. Aber die Marktwirtschaft ist wichtiger. So, zwei Verkaufsautomaten, damit die Leute hier schön ihr Geld ausgeben können. Wie die jetzt alle auf dem Festplatz sind. Hallo, ja, die mögen sich alle. Okay, wir müssen ein paar Baumstämme suchen. Reden die jetzt miteinander? Tatsache. Ist ja heftig. Hier haben wir auf jeden Fall einen Baumstamm. Aber leider ohne Insekt drauf. Achso, ich habe auch meine ganzen Vogelspinnen jetzt hierhin verfrachtet, weil ich ja leider bei Carlsson nichts verkaufen konnte. Stimmt. Wir können mal nachgucken, ob der vielleicht in der Stadt ist. Das wäre richtig Knorke. Hab ja gestern mit dem auf Chris seiner Insel gelabert und konnte dem da aber nichts verkaufen. Aber er meinte, er kommt vielleicht mal vorbei. Und das fände ich richtig Knorke, muss ich sagen. So, aber apropos Insekten, wir müssen jetzt mal ein Insekt irgendwie auf so einen Baumstamm finden. Aber ich habe die Befürchtung, dass das hier mein einziger Baumstamm in meiner ganzen Insel ist. Deswegen müssen wir wohl über übel, um diese Aufgabe zu erledigen, zur Axt greifen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber dieser blöde Baum hier passt hier sowieso nicht hin. Tschüss, komischer Nadelbaum. Ich glaube, das hier war irgendwas Interessantes. Den habe ich nämlich gepflanzt. Ich glaube, das ist sogar ein Geldbaum, weil ich nicht alles irrt. Der Baum hier ist auf jeden Fall auch im Weg. Tschüss, Baum. Und die Bäume hier unten nerven sowieso irgendwie alle, muss ich sagen. Hier ist so ein richtig doofer Wald. Und ich habe gehört, diese ganzen Cherry-Blossom-Bäume, also die so pink sind, das sollen ganz normale Bäume sein. Und die noch grün sind, das sollen Fruchtbäume sein oder halt spezielle Bäume. Den kommen jetzt hier mal ein paar Cherry-Blossoms weg. Auch wenn die natürlich super hübsch sind eigentlich. Aber wir müssen diese Mission erledigen. So, jetzt heißt es warten. Radikale Aufgaben erfordern radikale... Da. Verscheuch es nicht! Charlie, hör auf, das Ding zu verscheuchen. Das ist für dich, aber... Nein, Charlie! Bitte gehen Sie aus dem Weg! Ganz vorsichtig. Okay, ich hab's. Danke, Charlie. Danke. Ich weiß, ich bin der beste Fichtenbockfänger, den es gibt. Und der ist für dich, Charlie. Oh, habe ich dich da richtig gehört? Ja, hast du. Du hast es sogar gesehen. Bitte, dieser Fichtenbock ist für Sie. So lernen wir uns endlich doch noch kennen, mein lieblicher kleiner Fichtenbock. Ich stehe wirklich in deiner Schuld, Dizzy. Sag mir einfach, wo mein Autogramm hin soll. Wenn der wüsste, was ich so in meinem Haus habe von ihm. Aber er gibt uns eine Marsjacke dafür. Schauen wir uns doch gleich mal an. Ja, ganz toll. Passt jetzt nicht so zu dem Helm. Aber gut, danke. Charlie, dafür habe ich gerne 5 Bäume geaxtet. So, was hat der Noob noch zu sagen? Absolut gar nichts, aber er haut seine Papiere. Okay. Und Melinda besprüht ihre Blumen. Und schnuppert dran. Okay, Noob. Ich würde gerne etwas an meiner Infrastruktur verändern, wenn das möglich wäre. Wie wäre es mit einem neuen Grundstück? So, dann zieht die neue Person einfach hier hin. Wieder auf die linke Seite. Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Platz, um meine ganzen Leute irgendwo unterzubringen. Und ich möchte die nicht auf eine Anhöhe raufpacken, weil dann sind sie so weit weg. Ja, hier kommt jetzt erstmal das neue Haus hin. Ich glaube, das ist in Ordnung. Sie, möchtest du manchmal auch nur drauf losweinen? Keine Bange, das geht jedem mal so. Dann lass dein Leid einfach raus, einfach so. Setz diese Emotion ein, wann immer dir danach ist. Ja, wir können weinen, endlich. Diese Emotion hätte ich gestern gebraucht. Als ich bei Carlsson nichts verkaufen konnte. Aber meine Emotionen sind da schon voll. Jetzt muss ich irgendwas auswechseln, ne? Okay. Ihr Begeisterung und Freude ist ja fast dasselbe. Ich glaube, ich packe Begeisterung raus und packe dafür das Leiden rein.
Ja, finde ich gut. So, kann man denn zwei Häuser gleichzeitig bauen? Oh, anscheinend geht das tatsächlich. Ja, dann werde ich hier jetzt mal ganz viele Häuser platzieren. Also, man kann ja 10 Bewohner irgendwie haben. Kostet jetzt jedes Mal 10.000 Sternis. Aber ist ja vollkommen in Ordnung. Für 100.000 Sternis und dafür ist die Insel dann voll. In 10 Tagen oder so. Nee, wie viele Bewohner haben wir denn? Wir haben momentan 2, 4, 6, 7 Bewohner. Und das 8. Haus wird gerade schon gebaut. Oh echt, wir haben schon so viele Bewohner. Das wird dann jetzt das Haus 9 und dann können wir noch ein weiteres platzieren. Aber es ist schwierig, ich weiß nicht wo. Ich werde das hundertprozentig später sowieso noch alles abändern. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so wichtig, wo ich die jetzt hinpacke. Dann kommt zwischen Lutz und dem Campingplatz einfach noch eins hin. Why not? Und für weitere 10.000 Sternis. Okay, also Nook sagt auch nochmal, dass das jetzt das letzte Haus ist. Dann können nur noch 3 weitere Bewohner bei uns einziehen. Oh oh. Einer davon soll dieser Kai sein, dieser Adler, den es bei Jay gibt, weil er den nicht mochte. Ich glaube, Kai und Guido würden sich richtig gut verstehen. Dann können wir Nadine irgendwann mal rausschmeißen, weil die ist richtig blöd. Ich mag Nadine gar nicht. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Katze. Eine Katze hätte ich nämlich auf jeden Fall gerne. Da gibt es ja auch einige und ich möchte mindestens eine Katze in meiner City haben. So, das letzte Haus kommt dann hier hin, zwischen Bea und Pia. So heftig, wie ich mir die ganzen Namen merken kann. Im Real Life kann ich mir die Namen von gar keinem merken. Aber in diesem Spiel weiß ich einfach, wo jeder wohnt und wie die heißen. Das ist echt unfassbar. Pia ist, by the way, zu Hause. Lasst da mal vorbeischauen. Da gehe ich immer wieder gerne rein, weil sie nette Musik hat. Die ist schon wieder am Basteln. Die war gestern auch den ganzen Tag am Basteln. Komm mal, da ist mein Barsch, den ich ihr geschenkt habe. Sehr schön, schenkst mir heute was, was ich noch nicht hatte. Gestern hat sie mir nämlich einen Grasrock gebastelt. Was bastelst du heute? Ich stelle gerade eine Wiese her. Ey, Dizzy, willst du auch eine Wiese haben? Ja, gib mir eine Wiese. Danke. Tada, ich weiß jetzt, wie man eine Wiese herstellt. Was soll ich mir darunter vorstellen? Ach so, das ist einfach ein Teppich, ja? Der aus 30 Unkraut besteht. Wo hat Pia diese 30 Unkraut her auf meiner Insel, frage ich mich gerade. Dann danke Pia für diesen tollen Unkrautteppich. Dann müssen wir jetzt mehr oder weniger darauf warten, dass erstens die Häuser fertig gebaut werden, was ja immer nur Tag für Tag gemacht wird. Das heißt, das dauert jetzt 3 Tage, bis die überhaupt fertig sind. Und dann noch warten, dass da Leute einziehen. Und zwar hoffentlich die richtigen Leute. Können wir denn sonst noch was an Infrastruktur verändern? Aber wir können keine neuen Leute mehr einziehen. Wir können die Position ändern, da habe ich auch schon mal nachgeguckt. Das geht für jedes Gebäude, außer fürs Rathaus. Richtig blöd, vor allem weil mein Rathaus einfach off-center ist, so richtig blöd weit rechts vom Dobo-Flughafen. Aber wir können ja doch mal einen Aufgang bauen. Fuck, es gibt eine Rotstahl... Okay, nee, diese Stahltreppe braucht ja wohl wirklich gar keiner. Die ist doch vor allem super hässlich, wieso ist die so teuer? Hä? Da finde ich diese Backsteintreppen ja wohl viel geiler. Mir langt sogar so ein Hangpfad. Das ist ja einfach nur zum Hochlaufen. Wofür braucht man da irgendeine Farbe drin? Die ist vielleicht noch ganz schön, diese Baumstammtreppe. Aber wir bleiben beim Hangpfad, ja, ja. Jetzt habe ich leider gar keinen Plan, wo ich den Hang hinstellen möchte. Der muss auf jeden Fall irgendwo hier hin, damit ich da oben hinkomme. Kann man den Hang so seitlich hier anbringen? Das wäre ganz cool. Ach man, wieso kann man den nicht diagonal anbringen? Na, keine Ahnung, hier vielleicht? Das sieht einfach so komisch aus. Praktisch, aber komisch. Naja, ich überlege nochmal. Vielleicht da? Diese Stelle in Ordnung? Weiß ich nicht. Ich sehe ja nichts. Aber ich glaube schon. Neben der Einkaufsstraße, so ein Weg nach oben. Komm. Packen wir den da hin. Ich habe jetzt zwar nicht so richtig gesehen, wie es da aussieht. Aber das passt bestimmt. Und mein Baum ist jetzt einfach weg, oder? Ach mal, hier war so ein schöner Baum. Jetzt ist er einfach tot. Und das hat gekostet 98.000 oder so. Das habe ich doch, glaube ich, sogar. Dann könnte das morgen auch fertig sein. Zack. Dann haben wir morgen ein neues Haus und einen neuen Aufgang. Lass mich nur ganz schnell zum 5.000. Mal ins Rathaus reinlaufen. Und wir können ja sogar fast unseren Hauskredit abbezahlen. Das ist ja nice. Wir nehmen mal 100.000 mit. Guido macht Yoga. Süß. Hey, machst du Yoga? So richtig. Einfach aus der Übung rausgerissen. Guck mal hier, ich hab was für dich. Eine Marsjacke. Die habe ich bestimmt nicht vom Charlie. Nein, nein. Oh, das ist ja eine Marsjacke. Geil, die muss ich sofort mal anprobieren. Oh, die steht dir sehr gut. Der steht dir super. Der Guido ist jetzt richtig hübsch. Die sieht echt gut aus, ne? Der macht einfach weiter sein Yoga. Er lässt sich gar nicht beirren. Du machst das schon. Charlie, ich habe deine Jacke dem Guido gegeben. Ist das okay? Ah, was? Nein, das ist nicht okay.
Oh, schade, dass es in diesem Spiel keine richtigen Gyroids mehr gibt. Die halt auch so Musik machen. Oh nein, ich sehe da oben schon wieder diesen blöden Geist. Den hatte ich jetzt schon 3 Mal in der Stadt. Aber da gibt es zumindest immer irgendwelche coolen Sachen, ne? Ich meine, von denen hatte ich ja auch mein City-Kram. Deswegen, hallo! Oh nein, ein Geist! Oh, Dizzy, du hast mich schon wieder erschreckt. Oh nein, jetzt ist meine Seele wieder kaputt. Bla, bla, bla. Kannst du sie suchen? Natürlich, lieber Buhu. Zum 4. Mal. Erschreckt sich aber auch echt jedes Mal. Da sehe ich doch die erste. Zack, meins. Da haben wir die 2 eventuell. Danke. Die 3 folgt zugleich. Ah, da ist die 4. Bitte nicht zu weit ins... nicht so weit ins Meer. Oh nein, jetzt bitte. Bitte, komm wieder her. Böse Seele. Ja, ja. Das ist der richtige Weg. Ist das dein Ernst? Dass er jetzt... Mann, du bist gerade so außer Reichweite. Komm her jetzt. Ich komm gleich rüber, wenn du hier nicht wenn du nicht herkommst. Alles klar. Komm ich halt zu dir, wenn du nicht zu mir kommen willst. So, Nummer 4. Oh nein. Nummer 4. Da ist er ja. Die wandern nämlich tatsächlich recht schnell, diese Seelen, muss man sagen. Da hast du deine komischen Seelen. Aber ohne Witz, Buhu war jetzt halt schon zum 4. Mal da. Was richtig lächerlich ist. Und Gulle war auch schon 3 Mal. Aber Carlson ist einfach nie da. Sogar Aziza war schon 2 Mal da. Und Euphemia, alle waren sie da. Nur Carlson vom Dach fehlt. Und den möchte ich eigentlich am liebsten haben. Ja, 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 ich möchte irgendwas haben. Ich möchte eine Tapete. Was Neues bitte diesmal. In Ordnung, was Neues. Ob du schon eine große Sammlung hast oder nicht? Ich denke, ich habe genau das Richtige für dich. Hier bitte sehr. Ein Weißlochplattenwand. Das klingt sehr, sehr hässlich. Aber danke, Buhu. Okay. Sowas. Wie in der Schule? Ich glaube, sowas ähnliches hatten wir im Musikraum immer. Das sollte so den Schall ein bisschen abdämpfen oder so. Ja, ich glaube, das erinnert mich an die Schulzeit. Deswegen ganz schnell wieder weg damit. Hässlich. Kommt auf jeden Fall weg. Wir haben aber gerade noch eine neue Bastelanleitung gelernt. Und zwar irgendwas mit Pfötchen. Und Pfötchen ist ja eigentlich immer ganz gut. Ach, guck mal. Ein Pfotenabdruck-Türschild. Das ist ja süß. Das will ich haben. Oh ja, viel süßer. Ist das wirklich viel süßer? Ja doch, gefällt mir. Und dann wäre es das, glaube ich, für heute erstmal gewesen. Beziehungsweise, wir können ja einfach mal ein bisschen Blümchen pflanzen. Wenn ich schon damit anfange, mir einen eigenen Garten zu... Wow, zu machen. Was bist du denn? Was bist du denn für ein riesiges Viech? Bist du eine Motte? Bist du eine Fledermaus? Du bist auf jeden Fall verschwunden. Sehr sad. Und dann kaufen wir noch ein paar Saaten hier. Nee, Veilchen will ich nicht. Oder will ich Veilchen haben? Eigentlich habe ich jetzt halt auf diese Chrysanthemen eingeschossen. Ich habe hier rot und weiße. Also aus weißen kann man blaue machen, deswegen finde ich die eigentlich ganz geil. Wir kaufen einfach mal ein paar Blümchen. Und die pflanzen wir jetzt gekonnt im Diagonalmuster. Einfach alle mal vor mein Haus. Ja, ja. Guck, ich habe hier sogar schon meinen eigenen Gärtner. Der Guido gießt dir die ganzen Blumen schon. So, das sind jetzt alles natürlich nur weiße Blumen. Aber da sollen, wie gesagt, blaue hoffentlich draus werden. Dann habe ich ganz viele blaue Chrysanthemen. Keine Ahnung, was ich mit denen machen will. Aber ich habe sie dann. Weil Melinda meinte ja, wir sollen ein paar mehr Blümchen in die Stadt packen, damit unsere Sternwertung hochgeht. Ich glaube, als erstes ist es halt wichtig, dass die ganzen Bewohner einziehen. Aber jetzt haben wir das halt auch noch. Noch alle kurz gießen. Und Guido hat genug vom Arbeiten. Ja, ja, anstrengender Job hier, das ganze Blumengießen. Mann, oh Mann. Ich mach das schon, Guido. Ruh dich ruhig aus. Alles begossen, auf dass da schöne Blumen draus werden. Und Guido ertränkt sie einfach. Guido, das ist zu viel. Hören Sie auf. Ich habe eine goldene Gießkanne und Sie nur eine silberne. Wie er mich auch dabei anguckt. So ein Doofkopf. Okay, das. Ich muss mich mal mit Guido unterhalten. Das war's dann auf jeden Fall erstmal mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Arrivederci und bye bye. Tschüss.